Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal geht's um Voice Meter. Was euch das Ganze bringt: Ihr könnt mit eurem Kollegen auf Discord sein und könnt dies so einstellen, dass diese dann zum Beispiel auch auf Omme, Omegle oder sonstigen Plattformen mitreden können. Heißt, die Leute können mit den Personen reden, den sie eigentlich nicht reden können. Ne? Weil es ja auf einem anderen PC ist, dies, das, Ananas. Genau. Was ihr dazu braucht, ist einmal Voice Meter. Alle wichtigen Links gibt es dazu auf meinem Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Einfach drauf gehen. Und dann erscheint dieser Channel hier. Nicht wundern, den seht ihr derzeit nur ich, weil das Tutorial gerade entsteht. Genau, dann müsst ihr einfach nur hier drauf. Habe ich schon gemacht. Und genau, wir brauchen nicht das normale Voice Meter oder die anderen, sondern wir brauchen das Banana. Weil wir brauchen nämlich mehrere Kanäle. Jetzt greift ihr einmal hier runter. Seht ihr Voice Meter Banana, bla bla bla. Und geht dann hier auf Install auf der Exe. Natürlich geht das Ganze derzeit nur über Windows. Also ich zeige euch das über Windows. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Mac etc. funktioniert. Natürlich braucht ihr auch ein Headset mit einem Mikro, weil ich weiß nicht, ob das über Laptop etc. auch gut geht. Ist natürlich dann scheiße, die Quali, aber ist ja egal. So, habt ihr das Ganze installiert? Steht da Reboot. Ihr müsst dann euer PC einmal herunterfahren und dann wieder hochfahren und nicht neu starten. Das ist mir nämlich auch immer passiert. So, sobald ihr das gemacht habt, gehen wir dann im Voice Meter bei einer rein. Ja. Das ist völlig irrelevant. Ich habe natürlich schon die ganzen Sachen eingestellt. Ich habe das auch eben neu installiert. Die Einstellungen sind anscheinend geblieben. Dann passt das. Ich werde noch mal extra, damit ihr das Video jetzt nicht immer an und aus macht, also wieder schauen müsst, einen Screenshot von den ganzen Posten in diesem Kanal, wo auch der Link steht zu Voice Meter, damit ihr das eins zu eins so einstellen könnt. Genau. Ich zeige euch einmal hier erstmal die Einstellung. Natürlich müssen wir danach noch was machen. Aber das sind jetzt erstmal die groben Einstellungen. Genau, B1. Genau das alles übernehmen, so wie es hier ist, so wie ich es habe. Hardware Input. MME. Euer Mikro. Und bei R1, R2, R3. R2, R3 braucht ihr nicht, weil ihr habt ja nur eine Ausgabe. Da macht ihr auch MME und dann euer Headset. Euer Laut, eure Kopfhörer. So. Weiteres braucht ihr gar nicht. Natürlich müsst ihr das Ganze auch offen haben, das Programm. Solltet ihr das zu haben, funktioniert es nicht mehr. So. Einstellungen, die wir natürlich aber auch noch machen müssen, ist nämlich einmal unten rechts auf Sounds. Dann öffnen wir in dem Sinne ja diesen kleinen, wunderschönen Task. Genau so. Und zwar müsst ihr dann einmal runterscrollen. Und dann seht ihr diese zwei Sachen. Ich habe das ja zum Beispiel schon eingestellt. Ihr müsst das erste als Standard-Kommunikationsgerät hier auswählen. Und das andere als Standardgerät. Dasselbe macht ihr hier auch. Standard-Kommunikation, Standardgerät. Sobald ihr das habt, okay. Und fertig. So, nachdem wir das Ganze eingestellt haben, gehen wir auf Discord. Ich habe das Ganze nämlich schon eingestellt. Und genau, so, wir gehen dann einmal auf Einstellung, auf Sprach- und Videochat. Und dann müsst ihr hier bei Ausgabegerät Voice Meter aus Input einstellen. Das ist immer das obere. Also nicht Input, aus Input. Und bei Eingabegerät am besten einfach direkt euer Mikro auswählen. So, genau. Habt ihr das gemacht?
könnt ihr jetzt als Test zum Beispiel, wenn ihr mit euren Kollegen oder Musikbot habt, einfach mal gucken. Man sieht bei B1 hier ist natürlich derzeit nur meine Stimme. Das seht ihr ja links. Das übertragen wir so mit. Und A1 ist ja unser Ausgang. Sobald ich jetzt den Bot starte mit einer Musik, sieht man, dass sich A1 auch bewegt, weil es ja unsere Ausgabe, das hören wir. Aber bei B1 kommt das auch mit an. Heißt, es geht alles auf B1. Somit müssen wir nur noch eine Einstellung machen. Auf Omme, irgendwelchen Plattformen, wo auch immer ihr seid. Und andere Leute können für euch reden. So, wir machen das Ganze mal, damit ihr das seht. Und man sieht auch, wenn ich rede, kommt es. Ihr hört natürlich jetzt nicht die Musik. Ist aber auch egal. Ihr müsst dann nur mich hören. Aber der Bot läuft. Hier kommt's rein. Und dupliziert sich auf B1. Genau. So. Jetzt gehen wir das Ganze. Jetzt gehen wir mal auf Omme. Für das Ganze. Und dann zeige ich euch, was ihr da genau einstellen müsst. Müsst ihr eigentlich nur ein Mikro einstellen? Mehr nicht. Natürlich steht jetzt hier kein Zugang, bla bla bla. Weil ist normal. So, genau, hier geht ihr drauf. Habt ihr mehrere Ausmöglichkeiten? Ihr habt natürlich, wie gesagt, ein bisschen mehr oder ihr habt vielleicht weniger oder mehr. Ist relativ egal. Ihr müsst dann hier unten dieses Standard Voice Meter Output auswählen. So, dann könnt ihr auf Omme gehen. Und Leute können dann auf Discord mit den anderen reden. Die können dann eure Kollegen hören. Das war es auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vergesst nicht, Abo und Like. Auf ganz easy knackig. Und bei Fragen und Problemen könnt ihr euch auf den Discord melden und diese stellen.